Hallo liebe Freunde der Säbelzahnmöwe, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder etwas anders, denn wir reden heute etwas indirekt über Panzer, nämlich über Panzermuseen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen von der Firma Wild Ost oder Wild Ost, ich weiß nicht, wie ihr es ausspricht. Genau, wir beide kennen uns nämlich von der letzten Vereinsfahrt vom Förderverein vom Deutschen Panzermuseum, die hat Frank organisiert und mit uns zusammen durchgeführt oder uns dabei geleitet, uns überall hingefahren. Und dabei hat er uns auch was erzählt über die vielen anderen Panzermuseen, die es in Europa so gibt. Also ne, wir alle in Deutschland, wir kennen Munster natürlich, man kennt vielleicht noch Bovington, Saumur in Frankreich. Aber es gibt auch noch viele andere oder einige andere nebenher, die man gut mal ansteuern kann. Und deswegen haben wir gesagt, das wollen wir euch heute mal näher bringen. Und deswegen wollen wir heute einfach mal von Frank hören, was es noch so für andere Museen gibt. Frank, vielleicht stellst du dich einmal kurz eben vor und das, was was deine Firma so macht. Ja, hallo, erstmal guten Abend an alle YouTuber, die jetzt diesen Kanal schauen. Ich bin also der Frank von Wild Ost Natur- und Erlebnisreisen mit der Unterabteilung History Tours. Also wie gesagt, wir sind ein ganz kleiner Reiseveranstalter und ich selber zum Beispiel, also meine große Passion ist eher auf den Festungsbau des 19. und 20. Jahrhunderts beschränkt, muss ich ehrlich sagen. Ne? Und es gibt kaum eine Befestigungslinie im asiatischen und europäischen Kontinent, wo ich noch nie gewesen bin und wo ich natürlich auch Reisen hin organisiere. Natürlich ist klar, bei so einer Reise, zum Beispiel jetzt mal hoch jetzt nach Finnland, wird man nicht nur Befestigungslinien sich angucken, sondern man nimmt auch alles mit, was irgendwie in diese Richtung Militärtechnik geht. Also logischerweise auch die Panzermuseen. Deswegen, wie gesagt, sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich möchte euch vier jetzt vielleicht mal vorstellen. Zwei im westlichen Europa und zwei im ehemaligen Ostblock. Und ich denke mal, die sind auf jeden Fall auch eine Reise wert. Genau, an der Stelle ist vielleicht wichtig zu sagen, dass das hier ist keine Sponsorship oder so. Also ich kriege kein Geld von Frank oder von Wild Ost. Ihr habt leider auch keine Vorteile, es gibt keinen extra Rabatt oder so. Wenn ihr aber mal mitfahrt, dann könnt ihr euch bestimmt jetzt noch einen extra Apfel aus der Kumme nehmen bei den Mittagspausen. Die sind nicht immer schön urig und da gibt es auch immer was Leckeres zu essen. Genau, und wir starten jetzt einfach mal und Frank stellt euch jetzt mal einige interessante Panzermuseen vor. Ja, ihr Lieben, also wie gesagt, wir sind jetzt in Tschechien, in der heutigen Tschechischen Republik, der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik, die es ja noch nicht mehr gibt. Und da gibt es ein ganz tolles Panzermuseum, das tschechische Panzermuseum in Lešany. Ja, und wenn man jetzt hier erstmal von vorn ankommt, man denkt erstmal, wo bin ich hier gelandet? Bin ich hier in irgendeiner Festungs- oder Bunkerlinie angekommen? Ich habe euch ja schon von meiner Passion erzählt. Dann erwartet Ihnen das, wie gesagt, von der Benesch-Linie damals, so ein kleiner Schadenstand mit ein paar Panzersperren davor, nur das ist im Eingangsbereich. Und dann, wenn man etwas weiter hinter geht, da ist auch noch kein Panzer unmittelbar zu sehen, dafür andere ganz tolle Raritäten, das kannst du mir wirklich glauben, auch die Panzerleute können mir das glauben, zum Beispiel hier ein komplettes Radar Riese Würzburg oder hier noch seltener ein freier Radar. Aber wie gesagt, hier ist auch noch ein kleines Anschlussgleis, auch eine ganz große Rarität, die wir hier haben. Und zwar sind das die Munitionswagen vom Dora-Geschütz. Ne? Sevastopol, 60 Kaliber, 60 Zentimeter, müsste fast jeder kennen. Das sind die dazugehörigen Munitionswagen, die also Lešany noch hat. Aber jetzt kommen wir doch mal so langsam hin in unsere Panzersparte. Nämlich das hier ist ein Transportwagen für Tigerpanzer, für einen Tiger 1 und für einen Tiger 2, wie gesagt. Ne? Denn diese sind ja nur mit ihrem wahnsinnigen Gewicht so schwer gewesen, dass es den ganz einfachen Transportwagen jetzt nicht so transportiert waren. Deswegen gab es also in der Reichsbahn damals diese Spezialwagen für die Tigerpanzer. Also ihr seht schon, hier haben wir jetzt mal so ein originales Foto da davon, wo der Tiger 1 verladen ist. Ihr seht schon da, es geht also doch jetzt so langsam um die Panzer. Ja, drin, es gibt natürlich auch eine Ausstellungshallen wieder. Und wenn man hier reinkommt, erstmal am Anfang, klar ist nochmal ein Flugzeug aus dem Ersten Weltkrieg zu sehen. Aber
schon nochmal eine nachgestellte Werkstatt, ist alles wunderbar gemacht, ganz, ganz große Klasse, ne? Macht wirklich Spaß, sich dort umzugucken. Ne? Ihr seht, wie gesagt, ne? Wir sind also wirklich jetzt mal im Panzermuseum angekommen. Gleich in der ersten Halle erwartet uns jetzt mal ein Panzer, ein tschechischer Panzer von 1938, das ist nämlich in Prager. Meistens sind ja nur immer so der 38er bekannt, aber solche nicht ganz so bekannten Panzer wie hier der LT-35, der steht dort eben hoch und natürlich aufs Allerbeste rekonstruiert und auch sehr schön präsentiert, das seht ihr schon. Ne? Vielleicht ist ein kleines bisschen wenig Platz in dem Museum, ne? Es könnte ein bisschen großzügiger gestaltet werden, wenn wir hier zum Beispiel die drei Panzer hintereinander sehen, ne? Der Prager, der 35er, der 38er und hinten der Hetzer, sieht man, naja, und auch vorne das Gitter im Vordergrund, das stört etwas, aber das tut trotz allem dem ganzen Besuch überhaupt gar keinen Abbruch jetzt mal verleihen. Na, hier haben wir, ne, den 38er oder eben später unseren Panzerkampfwagen 38 in Klammer T, tschechische sozusagen. Und wisst vielleicht, oder wer es nicht weiß, dadurch, dass wir hier erwähnen, es sind fast 1400 Stück sind davon für die Wehrmacht produziert worden. Ne? Und die ersten Kriegsjahre, 39, 40, selbst der Russlandfeldzug, ist noch zum Großteil mit diesen 38 T gefahren worden. Ja, ansonsten ist auch alles nochmal mit vertreten, was natürlich die tschechische Rüstungsproduktion damals jetzt mal hat geliefert. Ne? Zum Beispiel den Jagdpanzer 38, den ja auch jeder kennt sicherlich, ne? Den Hetzer. Ihr seht schon, das ist wirklich richtig schick, die Exponate, die sind sehr, sehr gut rekonstruiert. Ne? Hier eine schwere Selbstfallerfette, ne? Eine russische, eine sowjetische, eine 152 mm, die ja auch eigentlich jeder kennt. Aber auch andere jetzt mal, vor allem amerikanische Panzer natürlich jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? Hier ein leichter Panzer hier in M3, sind natürlich mit hier zu sehen. Warum? Ist ganz einfach, weil nämlich auch in der Tschechoslowakei damals 1945 im Mai sich die Amerikaner mit den Russen getroffen haben. Deswegen sind also auch hier mit amerikanische Panzer vertreten. Ebenfalls sehr schön präsentiert, wie gesagt, na, die Klappen sind teilweise offen und so, man kann also auch rein fotografieren, das ist wirklich eine Augenweide. Hierbei, oder hier zum Beispiel dieser britische Panzer, na, das ist ein MK8 von Cromwell, der ist zu sehen. Und das Einzige, was eventuell also zu kritisieren wäre, sie haben zu wenig Platz, aber das ist ja ein allgemeines Problem von vielen, vielen Museen. Hier jetzt mal noch einmal, wie ich natürlich wieder weiß, wie da meine Leidenschaft ist. Ne? Dieses Foto, das ist natürlich kein Panzer, es ist eigentlich ein Bunker, es soll den Bunker darstellen. Ne? Und zwar ist das ein Geschütz, eine 85 mm Kanone von Skoda, die in Bunkern eingebaut gewesen ist in der Bennestlinie, wie gesagt. Also selbst sowas hat hier in diesem Panzermuseum auch mit Platz gefunden. Ja, von den Hallen abgesehen, ne, gibt es natürlich auch noch mein Außengelände. Ne, hier haben wir jetzt mal wieder in Prager Panzer und so ein Skoda, viele, viele Sachen im Außengelände, die man sich hier angucken kann. Ich tue das einfach jetzt mal etwas schneller durchklicken. Eine sehr schöne Geschützausstellung haben sie natürlich auch. Klar, Skoda ist einer der größten Geschützproduzenten in Europa gewesen. Deswegen ist also auch ein Besuch von dieser Geschützhalle auf jeden Fall eine Reise, sagen wir mal, eine halbe Stunde wert. Noch innen drin ist eine schöne Dokumentation über Skoda, die ja mal ohne ganz so alltäglich ist, bis hin zum letzten jetzt noch einmal, jetzt die letzte Halle, was dann was mich sehr überrascht hat, ne, wo man sich also auch den Kampfhandlungen, die da 1945 stattgefunden hat, widmet, und zwar jetzt mal die Schlacht um Ostrava, um Deutsch-Ostrau, wo die Rote Armee sich sehr schwer getan hat, wie gesagt, gegen Wehrmacht. Also die Kämpfe haben 3 Wochen gedauert und extra dafür ist eine eigene Halle noch einmal gebaut worden und mit dem Großdiorama versehen, was auch sehr, sehr schön ist, sehr sehenswert. Vielleicht ein bisschen sehr viel Lichteffekte in dieser Halle. Ne? Man kommt sich ein bisschen vor wie Walt Disney. Aber trotz allem, hier durchzugehen, es macht auch wirklich richtig Spaß. So viel, wie gesagt, das wäre jetzt mal ein paar Worte zu dem Panzermuseum Lejany in Prag. Wenn man dann rausgeht, ist noch mal ein letztes Bild, das will ich euch nicht vorenthalten. Naja gut, man kann davon halten, was man will. Es gibt auch eine ganze Reihe von Museen, die ihre Panzer rosa inzwischen anstreichen und auch jetzt die Tschechen in Prag
Die haben sich's nicht nehmen lassen, jetzt mal hier in Panzer in Rosa zu machen. Das ist aber bloß mal ein kleiner Spaß nebenbei. Das, wie gesagt, na, soweit jetzt mal ganz kurz mal zu dem Museum in Tschechien. Die Polen haben auch ein neues Museum jetzt mal seit einigen Jahren. Das ist auch nagelneu eröffnet praktisch. Es sind auch neue Hallen, ja, draußen im Außengelände. Wenn man kommt, ist erstmal hier nochmal ein Zug, ein bisschen eine Bahnverladung aufgebaut. Ne? Die Außenhallen, da ist noch nicht allzu viel zu sehen. Jetzt mal, das ist ein polnischer Panzer jetzt mal. Also wie gesagt, das polnische Panzermuseum tut sich schon auch natürlich ein bisschen damit beschäftigen, mit der polnischen Armee von 1939 und von dem Technikstand, was wie die polnische Armee 1939 ausgerüstet gewesen ist. Ne? Das ist schon ein bisschen der Schwerpunkt. Klar, anderes Zeug gibt es auch noch zu sehen, wie hier jetzt mal, ich weiß nicht, was das ist. Ich bin ja kein Panzermensch. Ich vermute mal, das wird irgendein Übungspanzer sein, den sie hiermit hingestellt haben im Außengelände. Aber innen drinne im Hallen dann, da sieht man dann schon, aha, okay, es geht also um die polnische Armee von 1939, hier dieses gepanzerte Auto, was jetzt hier zu sehen ist. Klar, die Polen, so eine große Rüstungsindustrie haben sie niemals gehabt. Sie hatten gar nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür, wie beispielsweise Deutschland, Frankreich oder auch die Tschechen mit Skoda. Aber trotz allem, sie haben auch einiges selber produziert. Im Hintergrund jetzt mal so ein polnisches Panzerauto. Sie haben aber die polnische Armee damals in den 20er, 30er Jahren sehr, sehr viel mit Panzern der Verbündeten damals, mit denen sie halt Paktverträge abgeschlossen haben, haben sie sich ausgestattet, hier wie zum Beispiel diese kleine Tankette, eine britische, die sie dann selber auch in Lizenz noch weiter gebaut haben. Ja, ansonsten, was haben wir sonst noch zu sehen in Posen? Es ist sehr neu, wie gesagt, und es hat noch nicht allzu viele Exponate, aber auch schön gestaltet. Und wenn es so ein T-34 hier jetzt mal ist, der also wo der Turm aufgeschnitten ist, wo man in die Wanne unten reingucken kann, ne, auch das finde ich ein sehr schickes Exponat, was es auf jeden Fall rechtfertigt, jetzt nach Posen zu fahren, nach Poznan. So heißt es ja heute noch. Ja, hier nochmal, klar, einige deutsche Panzer hatten natürlich auch Posen zu bieten. Ne. Hier zum Beispiel jetzt mal noch dieses Sturmgeschütz 4, tolles Exponat, sehr, sehr gut rekonstruiert. Ich kenne jetzt noch die Bilder von Vorderrekonstruktionen und so. Ja, ein russisches Sturmgeschütz haben sie jetzt mal hier noch zu sehen. Also auch Poznan ist auf jeden Fall die Reise wert. Ja. So viele Bilder, wie gesagt, habe ich von Poznan noch. Ne? Ich bin erst ein einziges Mal dort gewesen und sie sind ja auch noch im Aufbau eigentlich und im Ausgestalten, im Ausstatten des Museums mit Exponaten. Ja, wie gesagt, nochmal, hier haben wir nochmal einen sehr schönen, in Hetzer haben sie noch einen Jagdpanzer, 38T natürlich wieder. Ne? Hier haben sie mal in Josef Stalin, den IS-3, Nachfolger vom Josef Stalin II, vom IS-2, der 1945 dann das erste Mal in Berlin mit vorgefahren ist. Ne? Ein toller Panzer. Hier mal eine 152 mm Haubitze wieder zu sehen. Das ist so das eigentlich, was in Poznan jetzt mal zu erwarten ist, ne? Was ihn dort erwarten wird. Ja, ich tue das jetzt mal ein kleines bisschen durchklicken, um die Sache zu beschleunigen, damit man zum nächsten Museum kommt, denn ich weiß ja, ihr YouTuber, ihr habt sehr, sehr wenig Zeit immer und ihr seid alles so schnell, die Welt heute geworden, so schnelllebig. Deswegen tue ich jetzt einfach auch nochmal die letzten ein, zwei Bilder einfach durchklicken hier von Poznan. Hier die letzten zwei noch, sie haben noch einige von dem polnischen Staatsgerossen aus der Zeit, ne? Hier mit dem damals die Vorsitzenden von der polnischen der kommunistischen Armee gefahren sind, hier in Regierung gefahren sind, hier zum Beispiel in Sil, auch das ist zu sehen. Okay, soweit jetzt mal zu dem Ostblock, jetzt mal, also Tschechien und Polen. Im Westen gibt es ein ganz kleines, ein sehr feines, kleines Museum, und zwar das spanische Armeemuseum bei Madrid. Das befindet sich, wie gesagt, noch aktiven Militärstützpunkt El Gorro. Und das ist das Hauptquartier von der Infanteriebrigade jetzt muss ich es noch einmal ein bisschen näher kommen und ablesen, Guadarrama.
Und hier drinnen, wie gesagt, in diesem Hauptquartier befindet sich also in der Ausstellung ein richtig großes staatliches Panzermuseum hat Spanien, wie gesagt, deswegen hier diese Ausstellung innerhalb von diesem militärischen Objekt. Hier haben wir das Eingangsportal, ein sehr, sehr schönes Wappen, was sie jetzt hier dran haben. Und das ist innen drinnen der Innenhof. Ansonsten, wenn man das besucht, man muss sich auch dort anmelden. Man kann also nicht ganz so selbstverständlich kommen mit regulären Öffnungszeiten. Man ist etwas schwieriger, aber ist ohne Probleme zu besuchen. In der draußen stehen einige Exponate. Das fand ich auch sehr, sehr schön hier. Dieses Geschütz jetzt mal mit diesen Rädern, die da gleichzeitig als Schutz jetzt mal hier ausgefahren werden können. Also ist wirklich, man sieht Exponate, die nicht überall zu sehen sind. Klar, aber es ist natürlich eine Panzerausstellung und hier haben wir so eine kleine Halle jetzt mal hinten. Sie haben nicht sehr viele, viele Exponate und sie beschränken sich vorrangig auch jetzt mal auf die auf den Bürgerkrieg 1935. Sind also die meisten Exponate, die sie haben. Und das sind also natürlich auch die Panzer, mit denen damals 35 die Spanier ausgerüstet sind. Ne? Zum einen natürlich haben wir einen Panzer 1 geliefert, ne? Wir haben also praktisch Franco jetzt mal ausgerüstet mit den Panzern. Die sind hier zu sehen. Nur Panzer 1 haben sie vor allem gleich mehrere, nur in verschiedenen Zustand. Das werdet ihr dann gleich noch hinten sehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt mal noch einmal, was jetzt macht, die republikanischen Truppen gewesen sind, die sind von der Sowjetunion ausgerüstet worden mit T-26. Ne? Es war also damals auch schon ein Konflikt, ne, was in einer gewissen Form ein Stellvertreterkrieg gewesen ist, der mich heute wieder eigentlich an die heutige Zeit erinnert. Ne? Also gerade von den T-26, ne, von den sowjetischen, haben sie also nicht einen, sondern haben sie gleich wieder mehrere. Und die sind natürlich auch wieder gut rekonstruiert, ne, wie man das hier so sieht. Ne? Das jetzt zum Beispiel, sie haben dann auch nach 1945 natürlich auch eine eigene Panzerproduktion aufgelegt, die Spanier. Da haben wir dieses Modell, hier zum Beispiel so eine 75 mm Haubitze, eine spanische, die dann nach 1945 gebaut worden ist. Ne? Aber ansonsten noch zwei, drei schöne interessante Exponate in FD-17, ne? Im Französischen ist zu sehen, gut rekonstruiert. Hier ist und es steht eben auch offen, man kann schön rein fotografieren. Ja, ansonsten, klar, in der Folge später ist zwar Spanien neutral geblieben, ist aber trotzdem von uns ausgerüstet worden. Deswegen sind auch noch einige Sturmgeschütze nach Spanien gekommen, einige Panzer IV und so, die also auch zu sehen sind. Das, wie gesagt, zu dem spanischen Museum hier nochmal zwei, drei Impressionen da davon. Ne, hier also zum Beispiel so ein unrekonstruierter Panzer II. Ne, das sieht dann, tun sie so zeigen, hier mit einer mit der Kette halt jetzt mal im Schlamm steckend und so. Also Spanien, wer mal hinkommt nach Madrid und sich die Zeit nimmt, am Wochenende haben sie reguläre Öffnungszeiten, ansonsten muss man sich anmelden. Ist kein Problem, wenn er mit uns reist, wir kommen als Gruppe und wir kommen dann dort auch an dem berühmten Museumsmontag natürlich in das Museum rein. Gar keine Frage. Ja, das letzte Museum, was ich jetzt noch ganz kurz euch vorstellen möchte, das befindet sich in Finnland, in Parola, das ist ca. 150 Kilometer nördlich von Helsinki, ist also auch eine ganz so schnell im Vorbeigehen mitzunehmen, muss man dann schon mal sich extra vornehmen, dorthin zu reisen oder eben, ich kann bloß wieder Eigenwerbung machen, mit History Tours unterwegs sein. Ne? Im Eingangsbereich steht, wie gesagt, dieser Panzer, dieser britische aus den 60er Jahren, den haben sie von einem Schießplatz rüber geholt und das hat er über mehrere Jahre als Ziel gedient. Wie gesagt, so wird man begrüßt im Eingangsbereich von dem Panzermuseum Parola. Innen drinnen die Hallen, wieder viele, viele schöne Exponate und wie jetzt natürlich anders zu erwarten, wir sind ja in Finnland, die meisten historischen Fahrzeuge befassen sich natürlich mit dem finnisch-russisch-sowjetischen Krieg und dem Nachfolgekrieg dann 1941. Und deswegen ist es wieder sehr, sehr schön, wie gesagt, noch diese ganzen Panzer, die wir ja jetzt ja kennen, noch, ob das jetzt die sowjetischen Panzer sind, noch, oder die deutschen Panzer, noch, die Sturmgeschütz, noch, oder der Panzer IV, wenn die dann natürlich mit dem finnischen Befreiungskreuz zu sehen sind, wie sie unterwegs gewesen sind. Hier dieses Originalfoto, was ihr hier seht. Ne? Mancher würde jetzt wahrscheinlich jetzt die
Arme hochreißen und schreien, um Gottes Willen, das geht doch gar nicht, das Symbol. Nee, aber es ist hier in diesem Fall das finnische Freiheitskreuz. Und das ist in Finnland nach wie vor überall allgegenwärtig, bis zum heutigen Tag, auch im öffentlichen Leben. Und das befindet sich natürlich jetzt auch auf den ganzen Exponaten, auf den historischen Panzern von 1939 bis 1941. Sehr schön auch rekonstruiert innen drinne wieder, in der Halle innen drinne. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, schaut mal, in sowjetischen Panzer wieder mit dem finnischen Freiheitskreuz drauf. Das sind schon Bilder, die kann man wirklich nur einzig und allein in Finnland machen. So was kriegt man in keinem anderen Museum zu sehen. Ja, wie gesagt, ich tue ein kleines bisschen wieder durchlaufen lassen, nochmal die Bilder. Ne? Hier haben sie nochmal in FD-17, ne? In eine ganz späte Ausführung noch einmal. Ne? Oder hier ein sowjetisches gepanzertes Fahrzeug jetzt mal in BA-10. Wie gesagt, ich bin kein Panzerexperte, aber trotz allem, es ist, interessiert mich natürlich schön und ich es interessiert mich schon und ich mache auch immer wieder viele, viele Bilder, die ich euch gar nicht zeigen kann, aufgrund der Zeit, obwohl ich sie zeigen möchte. Ja, die letzten Bilder, jetzt gehen wir noch einmal raus, dann anschließend jetzt aus dem Museum in den Außenbereich. Hier ist jetzt noch die Halle mit dem vom Kalten Krieg her. Nochmal Leo hier zu sehen. Und jetzt gehen wir nochmal raus aus dem Museum, nämlich draußen wird es auch nochmal richtig, richtig interessant, weil was da an Panzern rumsteht, an historischen Panzern und sowas, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Das ist unvorstellbar. Das fängt eben an, wie gesagt, vom sowjetischen BT-42, den die Finnen erbeutet haben und dann selber wieder im Winterkrieg wiederverwendet haben. Wie gesagt, und das geht über den KW-1 und alles Mögliche. Es ist unvorstellbar, was dort noch an Potenzial steht, jetzt mal in diesem Museum. Und wenn das mal, sollte eines Tages rekonstruiert sein und in die Hallen reinkommt, ist das sicherlich auch noch einmal um vieles, vieles sehenswerter. Wir haben jetzt noch mal ein Sturmgeschütz, Rainer, und ja, davon haben wir, hat Deutschland damals, ich glaube 150 Stück an Finnland geliefert, die dann praktisch auch mit beteiligt gewesen sind, dann noch einmal im Zweiten Weltkrieg hier in Panzer 4, und so ist das eben. Ne? Hier oben noch einmal, ihr seht schon im Wald, sie stehen überall rum, es ist wirklich sensationell. Ne? Nochmal in T-35, ja. Ja, ihr Lieben, und ich hoffe, wie gesagt, ihr habt euch ein kleines bisschen Appetit holen können, ne, auf diese auch mal etwas unbekannteren Panzermuseen. Wir sagten ja schon, der Weg ist mitunter nicht ganz etwas weiter, ne, und wenn ihr wollt, könnt ihr also auch dann mal euch mal auf unserer eigenen Seite mal klug machen, auf www.historytours.de. Gerade hier zum Beispiel nach Parola bin ich dieses Jahr auch wieder jetzt. Und wer will, der kann dort auch noch mal mit uns in Kontakt treten. Einfach mal anfragen und dann sicherlich noch wieder mitfahren. Ansonsten soll es das jetzt von meiner Seite her gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es ein wenig Spaß gemacht. Und vielleicht mal sehen, Jan, wenn der auch mit meinem kleinen Referat jetzt hier zufrieden gewesen ist, mal sehen, vielleicht sieht man sich ja mal auf euren, auf dem Jan sein Kanal wieder, oder aber ja, wir sehen uns direkt bei einer Reise mit History Tours wieder. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und dann macht's gut. Tschüss. So, nur noch ein kurzer Abschluss von mir. Vielen lieben Dank an Frank und an Steini dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, um uns diesen Vortrag hier präsentieren zu können. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Dafür vielen Dank. Mich würde interessieren, wie das Feedback von euch zu diesem Video ist, zu dieser Art von Vortrag ist. Wir haben noch einige Themen in der Hinterhand. Ich habe ja schon gesagt, Frank ist sogenannter Bunkerküsser und er kann uns da, denke ich, noch einige inhaltlich interessante Dinge in Zukunft erzählen über Festungen, Bunker und so weiter. Wenn ihr darauf Bock habt, dann ja, vielleicht habt ihr auch noch Ideen für Themen und könnt die vielleicht auch nochmal in die Kommentare schreiben. Steini hat mir noch gesagt, also einer der Mitarbeiter von Frank oder einer Kollegin von Frank, dass History Tours auch immer auf der Suche ist nach kompetenten Reiseleitern. Also wenn ihr schon immer
Reisen zu Bunkern, Festungen, Museen organisieren wolltet und ein bisschen Ahnung habt von Geschichte und ja, reisefreudig seid, dann könnt ihr euch doch vielleicht auch mal bei History Tours melden und eure Dienste dort anbieten. Die Internetseite von History Tours, die Facebook-Seite, die Instagram-Seite, all diese Links, die packe ich euch in die Videobeschreibung und wahrscheinlich auch in einen Pinned Comment, damit ihr euch dort informieren könnt. Wie gesagt, ich kriege kein Geld dafür. Ich habe einfach mit denen schon eine Reise gemacht. Ich fand das gut und deswegen finde ich, kann man dann ruhig auch euch den Hinweis geben, falls euch sowas interessiert. Das, ob ihr es dann macht oder nicht, das ist ja eure Sache. Im Hintergrund seht ihr übrigens gerade Bilder von unserer Vereinsreise letztes Jahr. Unter anderem einer der Punkte, die wir dort angefahren haben, war die Feste Kaiser Wilhelm II im Elsass. Und solche Sachen unter anderem könnt ihr dann mit denen zusammen entdecken. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, nochmal Frank und Steini, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch einen schönen Tag. Immer eine Handbreit Luft unter der Wanne und bis zum nächsten Video.